Ich habe das probiert mit dem Leben in Großstädten, aber bin auf dem Land zu Hause. Wer bin ich, was mache ich? Saskia. Und mache ganz viele verschiedene Sachen. So, immer so ein bisschen das, wonach mir ist. Ich darf im Hotel arbeiten, Rezeption, Spa-Rezeption, die Gäste da so ein bisschen mitnehmen und auch mir deren Geschichten anhören. Und auch Yoga-Stunden geben, ab und zu mal Meditation. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Wechsel auch zwischen also voll aktiv und im Gespräch und dann wieder ganz ruhig, wo mir die Gäste dann schnarchend einschlafen in der Meditation. Und eben auch freie Traurednerin auf freien Trauungen und Hochzeiten und geilen Zeremonien. Diese Art Glühbirnenmoment, dieses, hey geil, sowas gibt's, finde ich nice. So könnte ich, hätte ich richtig Bock drauf. Und dann habe ich so ein bisschen wieder ad acta gelegt und dachte so, ist vielleicht noch nicht, kann ich vielleicht gar nicht. Und es kam aber immer wieder, bis einfach so der Moment kam, wo ich so dachte, Saskia, jetzt machen wir das. Persönlich so, also weniger wie, keine Ahnung, ein Theaterstück, was man da hinstellt, sondern eher so, als wären wir alle gemeinsam tatsächlich in dem Wohnzimmer vom Paar und würden uns richtig gut kennen. Und jeder ist irgendwie so ein Teil davon und fühlt sich da emotional auch voll eingebunden und geht da raus und denkt so, wow, ich fühle einfach voll die Verbindung zu den Menschen und fühle mich so schön Teil von der Gruppe und der Community. So, ich glaube, das wäre so das Hauptziel. Was deutschen Dialekt angeht, spiegele ich tatsächlich immer die Person, die vor mir steht. Das heißt, es ist extrem schwierig, da jetzt irgendwie was vorzumachen. Ich rede tendenziell Hochdeutsch. Wenn ich jetzt aber Leute da habe, die aus Baden-Württemberg sind, wo ich her bin, dann schleicht sich mal das ein oder andere ein. Und mit den Tirolern schleicht sich halt inzwischen auch echt nach 4 Jahren stark das ein oder andere ein. Und mit Englisch und Spanisch ist es ein bisschen einfacher. It's basically the same, doesn't matter if that's English, American, Australian, it kind of just comes back. Und im Spanischen, pues el español suena castellano, porque eso es lo que aprendí en España. Entonces, pero también lo podemos hacer. Sería un placer. Mega nice finde ich es auch, wenn man vielleicht einfach mal was anderes macht. Also es muss ja nicht immer die große Party sein mit unseren 50 Leuten oder sowas, sondern auch zu zweit einfach abhauen, das irgendwie gemeinsam machen, was ganz Besonderes, was man immer nur gemeinsam irgendwie dann, ja, für sich mitnehmen kann. Und verrückte Sachen, weil das Leben, wie gesagt, sollte einfach nicht so ernst genommen sein, darf eh ein bisschen leicht und mit Freude und sonst was genommen werden und dann sind die verrücktesten Ideen einfach die geilsten oft.